Ost-Berlin 1981. Ein makaberer Prozess. Der Angeklagte, ein Stasi-Hauptmann. Der Vorwurf, Verrat und Fahnenflucht. Niemand draußen in der Stadt weiß davon. Werner Teske redet vor Gericht um sein Leben. Wir möchten Ihre Personalien feststellen. Ihr voller Name lautet wie? Mein Name ist Dr. Werner Teske und Ihr zweiter Name Siegfried. Wann sind Sie geboren? Ich bin am 24. April 1942 in Berlin geboren. Ja, Ihr Familienstand? Der Familienstand ist verheiratet. Es gibt eine Tochter. Das möchten wir jetzt nicht wissen. Ihre Staatszugehörigkeit? Staatszugehörigkeit ist DDR. Ja. Teske droht die Todesstrafe. Der Prozess vor dem Militärstrafsenat des obersten Gerichts ist sogar für seine Kollegen geheim, doch er wird auf Tonband mitgeschnitten. Der Staatsanwalt verliest die Anklage. Der ehemalige Angehörige des Ministeriums für Staatssicherheit, Dr. Teske Werner, wird angeklagt, vorbereitete und vollendete Spionage im besonders schweren Fall in Tateinheit mit vorbereiteter Fahnenflucht im schweren Fall begangen zu haben. 9 Monate vor dem Prozess wurden Teske und seine Frau verhaftet. Was der Vater durchmacht, erfahren Frau und Tochter nicht. Also überschüttet mit Fragen habe ich meine Mutti eigentlich nicht, weil ihr Zustand war auch nicht so das seelische Zustand, dass man gesagt hätte, wir waren froh, dass wir uns wieder hatten. Ich habe sie dann flüsternd leise mal gefragt, wo ist dein Papi? Und da sagt sie, ich weiß es nicht. Wer war Werner Teske? Der Familienvater, der Mann, der der Stasi diente und von der Stasi zum Staatsfeind gemacht wurde. Werner Teske, 1942 geboren, wächst in Berlin auf. Seine spätere Frau lernt ihn schon früh kennen. Das zeichnete ihn auch aus. Er ist ein sensibler Mensch gewesen. Er war nicht so, dass er jetzt auffallen wollte, aber es war ein Typ, der auf jeden Fall auffiel. So, wenn man ihn erlebte, wie er sich gab und wenn man ihn anguckte, dann sah man ihm an, dass er eben kein dummer Mensch ist. Nach einem guten Abitur studiert Werner Teske Finanzökonomie an der Humboldt-Universität. Auch hier fällt er durch seine Leistungen auf. Nach dem Diplom wird er gleich als Assistent übernommen. Er beginnt eine Universitätskarriere und promoviert 1969. Der frischgebackene Doktor der Wirtschaftswissenschaft hat mehrere Angebote für eine Laufbahn. Da meldet sich die Stadtsicherheit. Der Geheimdienst der DDR sondiert regelmäßig alle Hochschulabsolventen, wie auch der Physikstudent Werner Stiller erfährt. Das war sogar innerhalb des Physikalischen Instituts bekannt, dass jedes Jahr die Staatssicherheit kommt und vor allem unter den Genossen siebt, wen sie denn gebrauchen können. Wobei in die Zentrale, das ist dann der nächste Schritt. Normalerweise müssen Sie als IM eine lange Bewährungsphase durchlaufen, die habe ich auch durchlaufen, ehe Sie für die Zentrale in Betracht kommen. Die Stasi will Teske, bisher IM, jetzt als hauptamtlichen Mitarbeiter. Doch er hat auch Angebote von Universität und Außenhandel. Im späteren Prozess schildert er den Druck der Genossen. Ich hatte die Dinge angeführt, dass ich mich an der Universität wohlfühle, die Absicht habe, meine Dissertation zur Habilitation auszubauen. Und ich hatte eben meine Bedenken und mir mehrfach Bedenkzeit erbeten. Und daraufhin wurde mir dann an einem Tag gesagt, dass ich weder an der Universität bleibe, noch zum Außenhandel gehe. Und daraus, und das ist beispielsweise auch eine Frage meiner Unsicherheit, ich habe das so gewertet, dass mir persönlich gar keine andere Wahl blieb und habe dann Ja gesagt. Und da wurden mir also die Zusicherungen gemacht, dass diese Möglichkeit der Habilitation besteht, da das Ministerium eine eigene Hochschule hat. Und ich habe dann zugesagt. Wir haben geschworen, das Glück zu bewahren, die Staat, die Partei gegen alle Gefahren.
Werner Teske gibt dem Druck nach und wechselt als Offizier in eine sehr andere Arbeits- und Lebenswelt. Das Ministerium für Staatssicherheit feiert 1969 gerade sein 20-jähriges Jubiläum. Zu der Zeit war er der einzige Promovierte in der Abteilung, dadurch schon ein bisschen herausragend, sportlich, aber eher nachdenklicher Typ, was nicht so hundertprozentig in die Geschichte reinpasst. Denn wenn einer anfängt zu grübeln, dann ist er schon fast automatisch ein Systemkritiker. Das Ministerium für Staatssicherheit unter dem Chef Erich Mielke ist geprägt von alten Kämpfern und treuen Parteisoldaten. Mielke pflegt einen sehr eigenen Stil. Akademiker waren eigentlich im Ministerium für Staatssicherheit überhaupt nicht beliebt, also halt nicht beliebt bei der Führung. Also Mielke stellte ja immer den Arbeiter General heraus und verbot auch überhaupt das Führen von Titeln im Postverkehr, also durfte kein Doktor auftauchen. Und er hat dann auch sich lustig gemacht, zum Teil über Doktoren. Und nur als Beispiel sagte der Herr Doktor Oberst sowieso, soll man den Arbeiter Mielke in Berlin anrufen. Also er spielte dann auch mit dieser Diffamierungsabsicht. Der neu angeworbene Offizier trifft seine Jugendliebe wieder. Man sah ihm an, dass er irgendwas Besonderes macht und auch bisher vielleicht auch schon vollbracht hat. Keine Jeans, ein Mann, der eben im Anzug und im dunkelblauen Mantel, das wirkte für mich damals, ich war ja noch jung, also das hob sich dann so von dem ab, was mich bisher als Mann begleitet hat. Er fiel da völlig aus dem Rahmen, auch von der ganzen Art, der war sehr charmant und die Cafés und Gaststätten eigentlich, die wir aufsuchten, das waren also Nobelgaststätten, also das gefiel mir natürlich besonders gut. Das beeindruckt einen ja mit jungen Jahren doch sehr. Und eben immer eine Blume. Man heiratet sehr jung und recht schnell in der DDR. Auch dieses Paar will es so halten. Nach dem halben Jahr waren wir uns einig, wir würden also so schön, wie man sagt, den Rest unseres Lebens gemeinsam verbringen wollen. Doch ein Mitarbeiter der Staatssicherheit darf nicht einfach heiraten, wen er will. Er braucht eine Genehmigung seiner Behörde. Mein großes Makel war, ich hatte eben vor ihm einen Freund, der aus West-Berlin ständig einreiste. Und das war natürlich den Genossen der Staatssicherheit bekannt. Und das war eben der schwarze Fleck, den ich dann trug und ich auch nicht Mitglied der Partei war. Und weil dann also diese Genehmigung so gut wie nicht erteilt wurde, hatte mein Mann sich dann entschlossen, aufgrund der Familie, die er gründen wollte, doch dann das Ministerium zu verlassen und weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Doch schließlich geben die Genossen nach. Und die junge Ehefrau trifft unvorbereitet auf das eigentümliche Leben der Geheimdienstler in der HVA. Der Hauptverwaltung Aufklärung. Ein Leben ohne großen Freiraum. Man wurde also nicht nur überwacht ständig, sondern man wurde auch eben reglementiert. Die Verwandten wurden abgeklemmt, möglichst. Die Bekannten wurden vorgeschrieben. Also diese totale Überwachung durch die Firma hat natürlich auch viele in die Einsamkeit und auch in den Alkoholismus zum Beispiel getrieben, weil ja, man war eben immer nur unter sich. Also das war also auch so erwünscht. Ein großer Teil der HVA-Leute lebten in HVA-Blocks. Und dann hatten sie automatisch ihr Umfeld. Wir haben also am Wochenende alle zusammen Autos geputzt und hatten Bierkasten daneben stehen. Und die Frauen, die haben irgendwo zusammen gesessen und hatten den Rosenthaler Kardaka auf dem Tisch. Man lebte praktisch in seiner eigenen Soße. In Teskes Nachbarschaft wohnen zwar viele MFS-Mitarbeiter, aber auch noch andere Leute. Die vierjährige Tochter, die die Frau mit in die Ehe bringt,
akzeptiert den sensiblen Werner Teske schnell als Vater. Und sie lernt, was sie anderen sagen soll. Meine Eltern haben immer zu mir gesagt, wenn dich jemand fragt, wo dein Vater arbeitet, dann antwortest du im Ministerium des Innerns. Und wer damals in der DDR gewohnt hat, der wusste, dass man da nicht weiter nachfragt. Teske arbeitet in einer besonderen Abteilung von Erich Mielkes Geheimdienstapparat, in der Hauptverwaltung Aufklärung unter Markus Wolf, zuständig für Auslandsspionage. Die HVA war die Elite, das ist klar. Jeder war neidisch. Und wir haben in einer gewissen Weise auf die anderen herabgeschaut. Und die haben das natürlich auch gemerkt. Und Mielke war ja nicht unbedingt pro HVA. Er konnte nichts gegen den Wolf unternehmen, weil Wolf war an der langen Leine von Moskau. Und das wusste Mielke, dass er das wirklich nicht konnte. Er hat uns natürlich auch gedrückt, wo er nur konnte. Bei jedem Staatsbesuch standen wir an der Straße. Für alle einsehbar, aha, hier steht die HVA. Also das hätte ein normaler Mensch nie gemacht, dass ich meine Mitarbeiter an der Straße zum Abfotografieren aufstelle. Traditionell kümmert sich die Auslandsspionage um Politik und Militär. Werner Teske gehört jedoch zum Sektor Wissenschaft und Technik. Diese Abteilung ist zuständig für die Beschaffung wissenschaftlicher und technischer Informationen aus dem Westen, auch mit Hilfe von Agenten vor Ort. Jenseits der Staatsgrenze liegt das Operationsgebiet von Teskes Abteilung. Die Quellen im Westen arbeiten meist aus Überzeugung für den sozialistischen Geheimdienst. So wie einer, der bis heute nicht erkannt werden will. Also das war ja gerade das herausragende Merkmal der DDR-Aufklärung insgesamt. Also ich sag mal so, hohe Professionalität in der operativen Arbeit und der Führungsqualität einerseits und der sehr tief gelebten und tief empfundenen ehrlichen persönlichen Einstellung zum gemeinsamen Ziel der Erhaltung des Friedens und damit zu den Quellen im Operationsgebiet. Teskes Wissenschaftssektor soll durch Spionage im Westen vor allem der veralteten und maroden DDR-Industrie auf die Sprünge helfen. Investitionen in Forschung und Entwicklung können eingespart werden, wenn man die fertigen Ergebnisse im Westen besorgt. Das ist das Kalkül. Doch auf lange Sicht bleiben so eigene Fähigkeiten unentwickelt. Der Rückstand wird immer größer. Die hingen dann zum Schluss wieder heroinsüchtig an der Spritze, hingen die am SWT und haben ihre eigene Arbeit vernachlässigt. Und waren dann zum Schluss so schlecht geworden, dass sie nicht mal mehr nachbauen konnten. Werner Teske ist anfangs der strebsame junge Mann. Vor Gericht betont er seine Verdienste. Diese Einstellung, arbeitsmäßige Erfolge zu erzielen, war bei mir auch vorhanden. Und also auch der echte Wille. Und es ist ja nicht so, dass ich nichts getan habe. Und es führte ja dann auch insbesondere bis zum Jahr 75 durchaus zu Erfolgen. Sie haben die Verdienstmedaille der NVA bekommen? Ja, in Bronze und in Silber. Bronze und Silber. Teske gilt als vertrauenswürdig und darf zu Sportereignissen in den Westen reisen. So begleitet er die Fußballer der DDR 1974 zur WM in die Bundesrepublik.